Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Resident Evil 4. So, dann werde ich da weitermachen, wo ich letztes Mal aufgehört habe mit dem fünften Kapitel aus dem fünften Akt. Oder halt das letzte Kapitel. Dann würde ich sagen, Attacke. So. Erstmal gehe ich zum Händler. Welcome. Got a selection of good things on. What are you selling? So, das ist auch hier die letzte Möglichkeit, noch beim Händler noch Sachen zu erwerben. Lohnt sich da noch was? Jetzt muss ich hier kurz mal ein bisschen umrechnen. 6.000, 9.000, 19.000 Geld kommt dann drauf. Ist das überhaupt für irgendwas? 80, 78. Nee, das reicht nicht. Außer ich verkaufe noch mal ein bisschen Heilung oder so. What are you selling? Aber ich kann trotzdem hier. Is that all, stranger? Thank you. Is that all, stranger? Alles mal trotzdem mal verkaufen mal. Thank you. Is that all, stranger? Thank you. So, mir fehlen noch 20.000. Wenn ich mich recht, oder 30.000. What are you buying? Nee, mir eigentlich fehlen mir 15.000 halt für die Magnum-Verbesserung. Oder come back. Ah, man weiß ja nie. Vielleicht brauche ich die ganze Heilung auch. Gut, was ist letztes Mal vorgefallen? Ja, Leon hat Ashley befreit aus den Fängen von Lord Settler. Na. Und die haben die Parasiten entfernt. Ah. Stimmt, okay. Auch kein Platz. Okay, ja, verwerfen. Und die haben jetzt auch die Pläne jetzt aufgedeckt halt. War als Dokument da. Die wollen nämlich die Amerikaner infiltrieren halt. Erstmal hier über Ashley. Und falls der Plan doch schief laufen sollte, wollten die halt über Agenten halt, die auch schon infiziert waren, so viel Chaos anstiften, um praktisch Amerika so zu übernehmen und dann die ganze Welt. Alles läuft über Amerika hinaus. So. Something's not right. Ashley, you stay here. Ada! Better try a new trick, because that one's getting old. You okay? I've been better. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Ada, stand back. Gar nichts. Okay. So. Okay. Ich muss sowas suchen.
gleich das schaffen. Ne? Auf seinen Kopf. Bei diesem was auch immer. Oh. Achso, okay. So. Oh, ich habe keine Granaten mehr. Rüberrennen. Okay, ich muss gleich rüber. Was auch immer du geworfen hast. Boah. Alter. Kalkuliert. Raketenwerfer-Spezial, ja, will ich mitnehmen. Okay, zack, zack, zack.
Sorry, Leon. Hand it over. Ada, you do know what this is. Don't worry. I'll take good care of it. Ada! Gotta go. If I were you, I'd get off this island too. She really pushed it. Here, catch. Better get a move on. See you around. Very cute. Du hältst Jetski-Schlüssel. Notsystem wurde deaktiviert. Schlösser werden aufgeschlossen. Okay, so, das war Lord Settler. So, 100.000 Cash lässt er nochmal da. Hab ich noch Zeit? Handgranate, ja. Eigentlich habe ich auch keine Zeit. So, Schrotflintenmunition noch. Ach, hier ist der Aufzug. Das heißt, es die Hände, ne, die Füße in die Hände nehmen, schnell wegrennen. So, auf dem Jetski drauf. Jetski-Schlüssel verwenden. Hang on, sweetheart. Jetzt lass es mal schnell Fersengeld geben. Dann passiert. Noch am Schluss da untergegangen. Ich fass es nicht. Okay. Kann mal passieren. So, mach mal das jetzt. Hang on, sweetheart. Echt jetzt? Hä? Ich hab doch Gas gegeben.
Nochmal. Hang on, sweetheart. Unfassbar. Noch auf die letzten Meter noch mal scheitern. Let's go home. Sounds like a great idea. Mission accomplished. Right, Leon? Not quite. I still have to get you home safe. So, after you take me back to my place, how about we do some, overtime? Sorry. Somehow I knew you'd say that, but it doesn't hurt to ask, you know? So, who was that woman anyway? Why do you ask? Come on, tell me. She's like a part of me I can't let go. Let's leave it at that.
Hunnigan, is that you? Finally, the line's jack-free. Hey, Hunnigan, no glasses. Forget the glasses. What's the status of the mission? I've rescued the subject. We're returning home. You did it, Leon. Thanks. You know, you're kind of cute without those glasses. Give me your number when I get back. May I remind you that you're still on duty? Story of my life. So, Ergebnis. Trefferquote 80%, ist okay. Getötete Gegner 962, ja, knapp die 1000er Marke erreicht. 16 Leben verloren. Wie viele davon unter Ashley? Benötige Zeit so knapp 17 Stunden. Okay, fürs erste Durchspiel mit allen Sequenzen und so ist normal. Auf so eine lange Spielzeit. Das möchte sie die Daten mit der besten Liste abgleichen. Ja, warum nicht? So, jetzt kannst du einen Endloswerfer und eine Matilda vom Händler kaufen. Die Matilda ist eine Hommage an das klassische Resident Evil 2 und der Endlos-Raketenwerfer, wir wissen alle. So, speichern. Ja, das speichern wir. So, neue Runde. Abgeschlossenes Spiel. So, jetzt hat man hier jetzt ein paar neue Sachen freigespielt. Nach dem einmaligen Durchspielen. Einmal den Profi-Schwierigkeitsmodus. Das ist noch eine ganze Ecke schwerer. Extras, da gibt es ja noch Separate Waves. Das würde ich dann als nächstes in Angriff nehmen halt. Dann noch dieses Assassination Ada und The Mercenaries. The Mercenaries ist noch dieser, das ist dieser Söldnermodus, den man auch noch freigespielt hat. Das ist halt der Elder-Modus, der zweite, das ist halt, der kam zum ersten Mal für die PlayStation 2, wenn ich mich recht erinnere. So, und das ist Separate Ways, das ist halt der klassische Modus, der auch damals zur Gamecube-Zeit auch rauskam, aber die deutsche Version hatte das nicht gehabt, genauso wie der Söldner-Modus nicht. Und ein Filmbrowser? Achso. Ach ja, weiß ich jetzt Bescheid. So. Okay, wie gesagt halt, storytechnisch sage ich von vornherein, das Basisspiel, ja, ist okay halt, Story ist okay halt, wie gesagt, einfaches Szenario hat man da genommen, so Präsidententochter wird entführt und jemand wird entsandt, um sie zu retten. Punkt aus, fertig. Ist, aber wie man das alles erzählt, ist schon ziemlich gut gemacht halt. Auch so mit diesen Plagers, Parasit und so. Aber gut, ich würde mal sagen, wie gesagt, nächstes Mal geht es dann weiter mit Separate Waves halt. Ansonsten, wie gesagt, da war es das auch wieder fürs Erste. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.